heute machen wir einen veganen Döner. Komplett vegan und auf dem Grill hier. Viel Spaß. Nice. Für unseren veganen Döner haben wir uns für folgende Zutaten entschieden. Einerseits eine reguläre Kartoffel, dann Karotten in Scheiben geschnitten, gestüftelt, dann ein wenig normale Paprika, natürlich Chili-Rot, wie wir sie mögen, plus Zwiebel. So, dann haben wir hier ein Fladenbrot, da haben wir ein fertiges Fladenbrot, kann man auch selber machen, aber wir haben uns jetzt der Einfachheit halber ein fertiges Fladenbrot genommen. Dann haben wir Möhren verschiedener Arten, wir haben die hier einmal klein geschnitten und dann haben wir hier die in so dickere Scheiben geschnitten, die aber dünn sind. Dann haben wir rote Zwiebeln, die werden wir überhaupt nicht anbraten, die werden wir dann frisch drauflegen. Dann haben wir hier noch kleinere gewürfelte Kartoffeln, hier nochmal gewürfelte Kartoffeln, nochmal gestüffelte Möhren, dann haben wir hier gestüffelte Zucchini und hier haben wir Aubergine und zum Schluss haben wir noch Laufzwiebeln. Wir werden das Ganze jetzt wunderschön anbraten, einzeln und am Ende aus diesen kompletten Zutaten dann quasi einen Döner bereiten. Dazu reichen wir dann wieder unsere lieblingsvegane Soße. Wir nutzen hier solche Grillmatten. Dann machen wir einmal unseren Gasgrill an hier. Wir werden das jetzt alles separat machen, ne, weil die Möhren brauchen nicht so lange wie jetzt quasi die Kartoffeln. Ja, deswegen werde ich das hier einmal verteilen und hier einmal die Kartoffeln. Die sollen dann quasi wie so eine Art Bratkartoffeln richtig schön braun werden. Und so lange lassen wir die auch drauf. Und nebenbei werden wir dann auch später die anderen Zutaten machen. So, während jetzt hier unser schöner Döner schon mal warm wird und hier das Gemüse vor sich hin brutzelt, einiges haben wir schon fertig, also wir nähern uns dem Ende, werden wir euch jetzt mal unsere schöne Soße präsentieren. Denn das Herzstück eines jeden Döners, da gehört natürlich eine sehr gute, schöne Soße zu. Selbstverständlich. Ja? Und da haben wir hier unsere Lieblingssoße. Das ist ein Knoblauchkräuter-Chili-Dip. Der ist sogar vegan. Für den veganen Döner haben wir das jetzt vegan gemacht. Und das besteht aus, die Masse besteht aus Sojajoghurt. Man kann statt Sojajoghurt aber auch normalen Joghurt nehmen. Und dazu haben wir halt, ich blende hier das Rezept mal ein, aber grob gesagt Salz, dann haben wir Zwiebelsalz, auch nochmal zusätzlich. Dann Chiliflocken, Kräuter der Provence, sehr viel Knoblauch, Tomatenmark, den Sojajoghurt und Pfeffer. Das war's. Ja, wenn ihr wollt, können wir da auch nochmal ein extra Video zu machen. Ansonsten hier und Rezept steht auch mal drin. Damit werden wir quasi den Döner dann innen beschmieren und dann werden wir ihn quasi mit dem Gemüse belegen. Ja, und schaut euch mal an, wie knackig hier die Kartoffeln aussehen. Ja, also richtig schön knusprig. Und dann zusammen schön mit den Zwiebeln und den Frühlingszwiebeln ein richtig schöner Geschmack. So, wie man sehen kann, der Döner ist fertig, also die Zutaten dafür. Dazu haben wir bereitet, das zeigen wir euch hier mal. So, einmal haben wir einen hässlichen Döner, den wir ins Gesicht gemalt haben. Leider wurde hier in der Mitte einfach schon was stibitzt. Wir waren es nicht, ja. Fladenstein quasi ist es. Ja, unsere Professionalität wurde hier gestört. Dann haben wir hier einmal frische rote Zwiebeln, die sind nicht angebraten. Dann haben wir hier verschiedene Arten von Kartoffeln. Dann haben wir hier Lauchzwiebeln. Hier haben wir Zucchini. Das ist Zucchini. Hier, ja, Zucchini. Dann haben wir hier Aubergine. Auch schön. Paprika. Ein bisschen verschiedene Möhren. Und hier auch nochmal angebratene Zwiebeln. Und hier haben wir nochmal zusätzlich Kartoffeln aus der Pfanne. Dann wollen wir uns doch jetzt mal zur Geburt des Döners kommen. Noch einen Schluck Gott gönnen. Okay. Du meinst Wasser. Oh, natürlich, ja. Sorry. So, dazu werden wir jetzt ihn hier zerstören. Ach, noch mehr zerstören. Ja, viel mehr geht eigentlich gar nicht, aber naja. Das Fladenbrot haben wir auch schön mit in dem Grill geröstet und es ist phänomenal geworden. Ja, das ist richtig schön fluffig. Fluffig, warm, entspannt.
So. Genau, machen ein bisschen weniger Aggression. Jetzt werde ich schneiden. Den Döner öffnen. Mhm. Und dann können wir ihn gleich mit den wunderbaren Zutaten befüllen. Ja, hier, wie gesagt, fehlt ein Stück. Das ist sehr bedauerlich. Ja, ein bisschen skandalös schon. So, aber man muss halt mit Industriemanipulation halt leben auch. Richtig. Das ist halt. Aber stellt euch einfach vor, die Ecke wäre da. So, dann werden wir das jetzt einfach hier mit den Sachen nach Belieben befüllen. Also die Basis. Achso, wir machen erstmal natürlich unseren schönen Dip. Den haben wir vorhin ja schon mal angeteasert. Mhm. Hier rein. Und immer wieder natürlich. So. Extra Video dafür. Genau. Wenn ihr eins wollt, einfach reinschreiben. Und dann machen wir nochmal separat ein Video. Genau. Wir haben es mehrmals erwähnt, weil der Dip ist halt echt geil. Der ist wirklich geil. Ja, wir haben da lange dran getüftelt. Ja. Und jetzt hier das perfekte Rezept herausgefunden und euch kostenfrei zur Verfügung gestellt in der Videobeschreibung. Genau. Also hier. Dann werde ich erstmal ein paar Kartoffeln machen. Aber kannst du mir ein anderes Flammenbrot schreiben? Nein? Denn das ist, macht sich nicht so geil. Ja, okay. Hier, Pat. Vielen Dank, Sepp. Ah, das ist doch mal ein ordentliches Schnitt mit Brot. Damit kann man arbeiten. Alles klar. Das ist Erlebnisgast. Mal den Ärmel bitte aus meinem Dip. Danke. So, und dann hier so ein paar frische Zutaten rein. Also am besten macht ihr alles, was ihr mögt, macht ihr mit rein. So ein paar Karotten. Ja, und dann mit diesem Dip zusammen. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Aubergine. So. So, yes, Mann. Natürlich hier noch ein bisschen Zucchini. Genau. Und ein bisschen Paprika. Paprika reicht ein ganz bisschen. Das ist nur für den Geschmack. Dann machen wir hier noch einen Löffel drin. Oh. Und schon habt ihr einen veganen Döner, der schmeckt. Ob er schmeckt? Ja. Oh. Jetzt fällt ja alles raus, weil die Ecke fehlt. Ach was. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich gerade ein neues Brot habe heute. Okay. Aber naja, gut. Einfach weglächeln, einfach weglächeln. Achso, und dann haben wir natürlich ein bisschen Salat noch. Da haben wir einfach so Blattsalat und so. Das kommt auch noch mit rein. Auch natürlich frisch. Prost. Prost. Boah, richtig gut. Boah, der Knoblauch. Boah, deliziös. Wenn es noch eine Erfindung hat, dass nicht immer alles rausfällt, dann geht das richtig ab. Ja, wenn man ein Fladenbrot nimmt, was nicht schon zerstückelt wurde vorher, also manipuliert wurde, dann geht's. Aber es schmeckt wirklich gut. Schmeckt sehr gut. Und ist auch gut für Leute, die laktoseintolerant sind. Gut. Genug geplaudert. Schnabuliert wird später. Wir sehen uns wieder beim nächsten Spicy Sunday! Sunday! Wir hoffen, euch hat der vegane Döner gefallen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Spicy Sunday!